Sein Bewusstsein steckt in einer geistigen Zwangsjacke, ein Rädchen in ihrer teuflischen Maschine. Sie haben sogar seinen Namen und seine Menschlichkeit ausgelöscht und nennen ihn jetzt Ruvik. Ein schlechter Scherz, als würden sie auf sein Grab spucken. Ich hätte am liebsten den Behälter zerschlagen und alles beendet. Aber dann wich mein Zorn der wissenschaftlichen Neugier. Rubens Vermächtnis lebt weiter. Ich werde den nächsten Schritt machen. Ich werde aus dieser Tragödie etwas Eigenes schaffen. Ja, das ist natürlich auch nett. Erst findet er das total doof und denkt dann... Hier sind wir einer der ersten STEM-Prototypen. Es benötigt eine physische Verbindung zwischen Nutzer und Wirt. Aber in Beacon gibt es eine neuere Version mit Funktransmitter. Der Nutzer hört nur ein helles Pfeifen, dann steht die Verbindung. Wir wissen, dass Jimenez unerlaubte Tests durchführen will. Aber die Tests sollen nach unseren Maßgaben laufen, nicht seinen. Das Geräusch im Streifenwagen, da muss Jimenez es aktiviert haben. Joseph, Sebastian, Oscar. Sie wurden mit mir reingezogen. Der Stammen Beacon. Dort hat alles angefangen. Also muss es dort auch einen Weg aus dieser Welt herausgeben. So, da ist dann jetzt natürlich dann noch die Erklärung da, wie Sebastian dann eben halt überhaupt mit den anderen im Stamm gelandet ist. Zu viele Fragen ignorieren ihre Mission, drücken sich vor Verantwortung, so wie sie das immer tun. Nein, das stimmt nicht. Sie kennen mich nicht. Das ist offensichtlich. Doch wir müssen sicher gehen, dass sie ihre Aufgabe erfüllen. Sie lügen mich an, verheimlichen Dinge. Ich kann ihnen nicht trauen, nicht so. Sie müssen uns gar nicht trauen, nur gehorchen. Also wer möchte nicht so einen Chef haben? So ein nettes Gärchen. So, ab zur Speichermiets. Komm her. Ich hoffe nur, die finden mich jetzt nicht doof, weil ich keine Breckis mitgebracht habe. Letztes Mal noch gesagt, ja, nächstes Mal bring ich Breckis mit, jetzt habe ich keine dabei gehabt. Ich hoffe, die Katze hasst mich jetzt nicht. Nö, die chillt und schnurrt. Na komm, Mietz. Dann mach ich mich mal weiter auf die Sorgen. Sieht aber gerade anders aus. Moment. Hey. Kaum abgedrehte Idee. Sie wurden ihrem Team nicht zufällig zugeteilt. Castellanos, Oda, sie wissen nichts, aber sie suchen nach Antworten. Sie meinen, sie suchen uns? Einen von uns, aber das ist unsere Chance, sie zu beseitigen. Sie alle an einem Ort zu haben, eröffnet uns Möglichkeiten. Also man merkt, dass hier ist natürlich auch die Storydichte nochmal um einiges höher liegt.
Jetzt wirklich auch die letzten offenen Fragen zu klären. Polizeistation. Das ist die Polizeistation. Warum bin ich hier? Ja, hier nochmal ordentlich umschauen. Was ganz interessant ist, dass natürlich die Polizeistation im zweiten Teil ja eben halt auch eine Rolle gespielt hat. Das hat man ja in dem Video gesehen, auch was ich für euch hier auf dem Kanal hochgeladen hatte, vom zweiten Teil. Okay, hier ist anscheinend auch nichts. Hier ist es, glaube ich, gerade relativ egal, wenn ich hier Krach mache. Hoffe ich zumindest. Wie geht es, Lilly? Super. Alles läuft bestens. Wäre nur toll, wenn meine Frau sich öfter zu Hause um sie kümmern könnte. Sie war nur kurz im Mutterschutz, oder? Eine von Crimsons Besten. Sie ist wirklich ein guter Cop. Aber wir kommen auch noch etwas länger ohne sie aus. Lass sie das bloß nicht hören. Sonst setzt sie deinen Hintern vor die Tür, Joseph. Das war lange bevor ich herkam. Alle sind viel jünger. Aber laut Sebastians Profil ist er nicht verheiratet. Und schon gar kein Vater. Okay, da geht's dann zur anderen Seite. In die Räume will ich auch auf jeden Fall mal eben reinschauen. Da ist ein Safe. Na, da haben wir es. 7 links, 24 rechts und 8 links. 7, 24, 8. Und 8. So, dann auch mal direkt den nächsten Brief mit. Ich bin auch wirklich mal sehr gespannt, also wie viel Anteil
Sebastians Erinnerung dann eben halt dann jetzt den zweiten Teil hat oder wie das Ganze überhaupt aufgebaut ist. Weil, warum sollte ich jemanden freiwillig irgendwie in so eine Welt zurück wollen? Man hat ja halt aufgeschnappt, dass es irgendwie um seine Tochter geht, aber was da genau, das weiß ich auch nicht. Kann man nur spekulieren. Sebastian, ich versuche dir zu helfen. Ich will dir helfen, aber überleg dir das wirklich gut. Deine Tochter, es ist ein großer Verlust, den alle hier gespürt haben, aber deine Frau... Myra ist weg, Joseph. Sie ist weg. Als wir uns am meisten gebraucht haben, hat Myra mich verlassen. Wieso hat sie das getan? Ich muss das wissen. Ist mir egal, was mich das kostet. Seine Tochter, dann seine Frau. Beide direkt hintereinander? Kein Wunder, dass er immer so verschlossen war. Okay, also es scheint jetzt doch eher davon die Rede zu sein, dass die einfach verschwunden sind. Ich dachte, ich hätte in einem von den Zeitungsartikeln im Hauptspiel gelesen, dass die wohl bei einem Brand umgekommen wären, aber irgendwie irritiert mich das jetzt gerade doch ein bisschen. Das würde dann natürlich auch einiges erklären. Über sie. Dann schickt sie los, Zeugen befragen. Da lernt sie die Straße kennen. Nein, sie kommt mit uns. Ich bilde sie aus. Ich bin verantwortlich für sie. Ich weiß, dass das persönlich ist. Und ich rede nicht gern drüber. Aber deine Schuldgefühle sorgen dafür, dass uns so ein Frischling im Weg ist. Sebastian, er und Joseph sollten gar nicht beteiligt sein. Es hätte nie so kommen dürfen. Ihre erste Woche ist vorbei. Wie ist es gelaufen? Beobachten und berichten, so wie Sie wollten. Es ist seltsam, mit meiner Vorgeschichte auf der anderen Seite zu stehen. Irgendwas Auffälliges? Bisher nicht. Ich will mich in der Probezeit nicht im Raum mit den vertraulichen Akten erwischen lassen. Ich weiß noch nicht, was Sie bei uns haben. Erarbeiten Sie sich Ihr Vertrauen. Mehr können Sie jetzt nicht tun. Es wird etwas dauern, aber Sie werden sie irgendwann aufnehmen. Hätte nicht gedacht, dass diese Beamten solche Typen sind. Dieses harte Cop-Image scheint immer noch sehr verbreitet zu sein. Laut unseren Berichten lässt Oda nichts durchgehen. Seien Sie bei ihm also besonders vorsichtig. Okay, auch wenn ich nicht glaube, dass wir uns verstehen werden. Und Detective Castellanos, können Sie uns zu ihm etwas sagen? Scheint ständig betrunken, aber er ist rücksichtsvoll. Machen sich die Leute wirklich um ihn Sorgen? Er scheint fast harmlos zu sein. Er... wird schnell emotional. Geben Sie ihm etwas Freiraum. Respektieren Sie ihn als Ihren Vorgesetzten. Ja, soviel dann zu dem Hintergrund. Also, wie ich bereits auch schon zum Schluss vom Hauptspiel ja gesagt habe, also die DLCs sind wirklich sehr, sehr aufschlussreich, was die Story angeht. Crimson? Das kann nicht real sein. Das Licht. Ein Stand-Prototyp.